und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich eine Disziplin vom Deutschen Sportabzeichen vorbereitet. Den Standweitsprung. Dieser wird ohne Anlauf durchgeführt. Das heißt, die Füße stehen parallel und auf gleicher Höhe nebeneinander. Es darf jedoch durch Vor- und Rückschwung Schwung geholt werden für den Absprung. Jedoch darf der Fuß den Boden vor dem Absprung nicht komplett verlassen. Gemessen wird von der Grundlinie bis zum hinteren Körperteil, das heißt bis zur Hacke. Viel Spaß beim Nachmachen und viel Glück bei eurem nächsten Sportabzeichen.